Ein neues Kinderbuch sorgt in Annaberg Buchholz für Furore. Als am 17. Februar im Atelier von Glenn West Poldi und Poldiline bauen eine Kindervilla von Susanne Krenzt vorgestellt wurde, war die Resonanz enorm. Alle die, die zum Gelingen des Projektes, zu dem auch ein Hörbuch gehört, beteiligt waren, schrieben fleißig Autogramme. Neben der aus Chemnitz stammenden Autorin, die in Annaberg Buchholz als Dozentin für Sozialwissenschaft tätig ist, haben Lisa Wolgemuth, Burkhard Müller, Christian Böß, Kevin Scholz, Hanna Siebenborn und Stefan Haag mitgewirkt. Aufgrund des großen Zuspruchs am Veröffentlichungstag und den vielen Anfragen, wo man das Buch erwerben kann, haben die Autorin Susanne Krenzt und Sven Müller vom Atelier West sich entschieden, die Präsentation der Illustrationen und alle weiteren pädagogisch verwertbaren Zusatzartikel nicht wie ursprünglich geplant bis Ende Februar, sondern bis Ende März im Atelier West zum Betrachten und oder Verkauf anzubieten. Gern kann zum Kinderlied getanzt oder dem Hörspiel auf dem Sofa gelauscht werden. Auch die toll angenommene Malecke ist noch da. Dort können auf den vorgedruckten Malseiten kleine Kunstwerke entworfen werden. Geöffnet ist das Atelier von Glenn West dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Zu finden sind die Ausstellungsräume in der Kupferstraße 2 in Annaberg Buchholz. Mehr über das Buch können Sie auch im Internet in Erfahrung bringen unter www.poldi-poldiline.de. Sie blättert in einem Buch und schon wieder überschlagen sich die Ideen in ihrem kleinen Entenhirn. Sie wünscht sich ein großes Bücherregal, ein Aquarium, Bilder an den Wänden, Pflanzen und Blumen im ganzen Haus und im Garten möchte sie neben den Haustieren gern ein großes Boot, das die Kinder zum Klettern benutzen können. Da Poldi gern Schach spielt, plant sie für ihren Freund ein Großfeldschachspiel,